Danilo aus der Superbude. Und wir nehmen euch erstmal mit und verbringen den Tag zusammen. Moin, ich bin Sebastian. Ich bin hier, um sexy auszusehen. Das tue ich, wie immer. Let's go. Moin moin Leute, mein Name ist Klaas aus der Superbude. Wir wollen euch heute den Tag verbringen. Wir haben richtig Bock. Wir wollen euch ein bisschen was zeigen aus der Sicht der Superbude, aus der Sicht der Crew und hoffen, euch die geilsten Tipps für Hamburg City bringen zu können. Ab geht die Party. Jo, alles klar, hier befinden wir uns gerade von der St. Michaeliskirche, kurz oben Michel genannt. Und dann lass uns doch gleich mal hochgehen, oder was? Ja, moin, oben angekommen. Guck mal, was der Michel uns schon zu bieten hat. Vergiss Miami, Hamburg ist the shit. Welcome to our chillout zone. Wenn ihr mal ein Event der speziellen Art wollt, kommt hierher. Cornelia kredenzt euch richtig geile Sachen. Sterneklasse. Und natürlich noch akrobatische Sachen. Richtig geil. Freunde, den ganzen Tag rumpimmeln geht auch nicht. Deswegen haben wir uns überlegt, ein bisschen Kultur muss auch sein. Und was bietet sich da besser an als die Deichtorhallen? Deichtorhallen direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof. Super geiler Laden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist Tasse. Sieh mir ein Duschen. Wenn die gedacht hat, das war's schon. Ha! Durchgeschnitten. Da ist er da, dann muss sagen, ne? Hier. Jetzt geht's richtig los, weißt du? Das ist nicht genau dein Fahrrad. Okay. So, Freunde. Kurzer Feierabend, Arbeitstag in den Knochen. Jetzt nochmal Fritz in die Hand und dann geht es richtig los. So, Party People. Bevor wir jetzt in den Abend starten, lange gelaufen, viel gesehen, viele geile Sachen gemacht. Jetzt geht's daran, sich irgendwie ein bisschen zu stärken. Was auf die Rippen zu kriegen und was gibt's da geileres als ins Erikas Eck zu gehen? Was nimmst du? Schnitzel. Stößchen. Prost. Guten Appetit. Der Magen ist voll, der Arm ist noch jung. Willkommen im Ratsherrn-Shop in Schanzenhöfen. Wie mein Kollege sagen würde, schon mal die Auffahrt auf die Autobahn nehmen, ne? Ein bisschen Vollgas geben. Ein bisschen, gibt es wirklich viele Sachen. Ich würde sagen, ich nehme euch mal mit auf den Rundblick und ja. Ich habe meins gefunden. Auf geht's. Passend zur Farbe und Bart. Schönes Hanseat hier. Ihr hattet einen schönen Tag mit uns und wir haben euch einiges zeigen können. Jetzt geht es darum, den Abend irgendwie erfolgreich zu beenden. Und da gibt es natürlich ein vielfältiges Angebot in Hamburg von bis und so weiter. Wir haben uns ein paar Sachen ausgesucht. Ich würde anfangen mit den Konzerten von FKP Scorpio, unsere Freunde, unsere Buddies. Und die haben die besten Konzerte in der Stadt und dementsprechend immer ein guter Tipp, guckt da rein an der Flyerwand. Also ich habe hier die guten Jungs vom Jubel und Gefährlich, da ist es eigentlich genau die gleiche Geschichte. Vom 5-4 ist kleine Donnerparty über Pale Grey bis hin zu besser als Sexparty, alles dabei, also checkt die Jungs aus, die machen es ja, ich habe legendäre Markthalle, ist das Ding, Nähe Hauptbahnhof. Haben alle gespielt, Legenden wie Nirvana, Metallica und die Liste geht so. Beastie Boys. Ey, mega, die Liste ist ich so lang. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle, hoffen, wir haben euch alles sagen können, mehr können wir euch nicht zeigen. Wir sagen bis morgen.